Hallo zusammen. Ich wurde schon wieder getaggt. Himmelsakra, werde ich momentan viel getaggt. Und zwar diesmal von Pinky Glitter World. Und darum geht es diesmal um die Essensprodukte. So, Fragen gibt es insgesamt 12. Also kurz und knackig, ne? Also kriegen wir jetzt schnell hinter uns. Na, oder auch nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Der Essenstag. Nein, nicht Nahrungsmittel. Nix mit Mampfen oder so. Nein, es geht um die Marke Essens. Welches ist dein allerliebstes Essensprodukt? Das ist einfach. Der Multi-Action-Mascara. Benutze ich einfach am meisten. Also ist für mich die Grundlage, bevor ich einen anderen Mascara noch drüber tue, um vielleicht noch einen kleinen Extra-Kick zu kriegen. Das mache ich manchmal ganz gerne. Aber der Multi-Action-Mascara ist so mein momentanes Lieblingsprodukt. Welchen Lippenstift bzw. Lipgloss magst du am meisten? Bei Lippenstift ist es der All About Cupcake, den mag ja jeder. Aber ich mag auch den Glam Girl sehr gern. Die sind sich ziemlich ähnlich, finde ich. Der Glam Girl ist ein Tick dunkler, würde ich sagen. Die benutze ich ganz gerne alle beide. Vom Lipgloss habe ich kein Lieblingsessensprodukt. Da stammt mein Lieblingsprodukt momentan von Alverde. Also tut mir leid. Und da hier nicht nach Alverde gefragt wird, sage ich es jetzt auch nicht. welche LE von Essence fandest du bis jetzt am besten? Ja, da würde ich sagen, die Meet Me at Holographics, weil die einfach mal anders war. Es war mal ein bisschen ausgefallen, ein bisschen schimmriger. Zwar nicht holographisch, haben sie nicht hingekriegt, aber es war mal was anderes. Deswegen sage ich mal die. Momentan habe ich so das Gefühl, dass mir gar keine andere LE momentan allgemein mehr gefällt. Ich weiß auch nicht. Momentan sind die LEs nicht so für mich. Seit wann kennst du Essence? Oh mein Gott, persönlich vorgestellt hat sich Essence bei mir nie. Aber ich kann nicht sagen, seit wann ich Essence kenne. Das war irgendwie immer da. Ich weiß auch nicht. Seitdem es den DM neben mir gibt, würde ich sagen. Ich weiß aber auch nicht, wie lange das her ist. Wie findest du Essence? Ja, recht gut, würde ich sagen. Finde es annehmbar. Vom Drogeriebereich finde ich es eine recht gute Marke. Ist mir sympathisch. Ich finde die Lidschatten manchmal öfters nicht so gut pigmentiert. Also gut, wenn man es natürlich mit Sleek gleichsetzt, ist schon ein bisschen was anderes, ne? Also, aber ansonsten, Essence hat teilweise recht gute Produkte und ich finde es für den Drogeriebereich absolut top. Also da gibt es nichts zu meckern. Da sind auch die Lidschatten gut. Das ist okay. Welche Idee war die beste, die Essence hatte? Crackling-Lacke für den Drogeriebereich nachzumachen, fand ich gut. Waren die ersten, die ich mir gekauft habe. Und den Topcoat von Better Than Gale Nails, den finde ich richtig klasse. Der trocknet ja so schnell, das ist ja geil. Was willst du dir noch von Essence kaufen? Momentan bin ich wunschlos essensglücklich, sozusagen. Also gibt es momentan nichts, was mich jetzt reizt. Oder auch nichts, was jetzt leer ist, was ich jetzt unbedingt neu bräuchte. Welche Essensprodukte fandest du unnötig? Die Nailsticker. Aber nicht die einfachen zur Verzierung, sondern diese kompletten, diese, man sich auf den ganzen Nagel klebt, also die komplett drüber gezogen werden. Boah, die machen die Nägel kaputt, zumindest meine. Außerdem sehen sie absolut scheiße aus. Entschuldigung, es sieht total unnatürlich aus. Das sieht aus, als wenn eine Fünfjährige zum ersten Mal irgendwas mit ihren Fingernägeln macht. Furchtbar, mag ich gar nicht. Boah, gruselig. Welchen Lidschatten von Essence findest du am besten? Color and Shine, die Lidschatten finde ich ganz gut. Die sind mir recht sympathisch. Glitzern ein bisschen. Ist manchmal gut, aber die sind mir ganz sympathisch. Die Glamour und Shine Lacke, sag ich schon. Die Glamour und Shine Lidschatten. Dein Lieblingsnagellack von Essence. Da würde ich jetzt einfach sagen, Where's the Party? Der schimmert so schön in allen Farben und den finde ich ganz in Ordnung. Ja.
Wie findest du die My Skin-Serie? Ist nicht so mein Alter für die gemacht sind. Aber ich habe die Reinigungstücher mal ausprobiert. Die fand ich sehr gut. Kommen jedoch nicht an die vom Rossmann, an die Synergen ran. Da kommen sie nicht ran. Weil die von Rossmann, die brennen nicht in den Augen. Die von Essence brennen leider in den Augen. Deswegen finde ich die jetzt nicht so prickelnd, dass ich sie nachkaufen würde. Geruchlich sind sie top. Aber ich habe mir die Creme geholt, die mattierende Creme. Und die finde ich gut. Die riecht gut, sieht gut aus, funktioniert, mattiert sehr schön. Ja, also die finde ich in Ordnung. Wie findest du das Essenszeichen? Ja, es hat sich etabliert, es ist einprägsam, es ist einfach, es ist simpel, strukturiert. Man hat einen Wiedererkennungswert, unternehmerisch ist es absolut top. Mehr kann man nicht erwarten, also ich finde es in Ordnung. Ja. Ja, das war's auch schon. 2 Fragen sind durch. Ich tagge mal wieder alle, die Lust haben mitzumachen. Und freue mich, wenn ihr mitmacht. Wäre interessant, was ist euer Lieblingsprodukt zum Beispiel? Wäre ich sehr neugierig. Was würdet ihr speziell vielleicht sogar empfehlen? Als 13. Frage, gibt es etwas, was ihr definitiv irgendeinem High-End-Kosmetikprodukt vorziehen würdet? Das würde mich mal interessieren, ob da noch jemand vielleicht einen Zusatz hat. Ja, so viel von mir, so viel vom Tag. Bis dann. Ich glaube, mein erster Crackling-Lack war von Essence. Ich glaube nicht, dass Essence Crackling-Lacke. Was rede ich denn für einen Quatsch? Aber, was gut war, wo ich wirklich sage, das haben sie gut gemacht, ist der Topcoat aus den Better Than Gales. Was rede ich heute eigentlich? Better Than Gales? Das heißt Better Than Gale Nails. Mein Gott.